zu Tonis Laden. Da gibt es dann auch nur das Fenster. In Wenzels Haus. Die Anlage haben wir schon angeschaut. Zum Wassertank. Bauen wir jetzt schon überall. Eine Gasse, hier waren wir drin, hier waren wir drin. Zu Tonis Hütte, da waren wir auch schon drin, zu Tonis Laden. Was war in der Gasse nochmal? Wir brauchen... Kaffee brauchen wir. Wir brauchen doch Kaffee. Sprengsignal, aber das hat nicht gestimmt. Sind wir da überall, wo Alarm... Das sind überall Alarme, also... Wirklich was sprengen können wir hier nicht, oder? Wirklich überall ein Alarm? Ja, hier auch. Das sowieso. Das schließt sich mir auch nicht, was ich hier sprengen muss. Oha. Ach. Ja. Ich verstehe das, glaube ich, falsch. Feuerlöscher. Wozu ein Feuerlöscher, um die Luftballons aufzublasen? Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Erstmal damit. Ballon mit Lachgas. Das ist der einzige, den wir machen können. Einer reicht vorerst. Ja, sehr gut. Ja, Hauptsache, wir kommen mal weiter. Ballon mit Lachgas. Und den sind wir jetzt an, oder wie? Oder? Den erschrecken vielleicht. Das wäre mal eine... Wäre jetzt eine Idee, die mir logisch erscheint. Da kann man nicht rein, stimmt's? Mist. Abgeschlossen. Ja, das wissen wir auch schon. Wir wissen schon so viel, aber auch so wenig, ne? Das war Zellengitter. Da kommen wir auch nicht rein. Aber Dietrich haben wir da drinnen. Das könnte uns vielleicht helfen. Wenn wir irgendwie das betätigen. Ne, den können wir da nicht festmachen. Den Hebel irgendwie betätigen, während wir da drinnen sind. Weil den Dietrich brauchen wir ja, um... Ne, um in den Truck reinzukommen. In den Truck. Wir können ja eigentlich, wie war das nochmal? Wenn wir noch einmal drehen, kommt die Feuerstation. Haben wir schon alles mitgenommen. Klappe, es ist ein Loch, wo wir irgendwas reinstecken könnten. So war mir doch, oder? Da können wir doch irgendwas rein. Feuerlöscher. Gibt für mich auch keinen logischen Sinn. Jetzt könnten wir nämlich rauf. Na? Jetzt nicht. Müssen wir eingesperrt werden? Aber durch wen? Wer soll uns einsperren? Wer soll uns einsperren? Uns kann niemand irgendwas. Ich komme hier echt nicht weiter. Das ist ein Wahnsinn. Jetzt haben wir überall den Alarm aktiviert, wo... Was uns, glaube ich, nichts bringt. Der Alarm. Bringt der Alarm überhaupt irgendwas? Vielleicht jetzt zur Notrufsäule. Los, Rufus. Hier besteht Gefahr. Jede Sekunde zählt. Menschenleben steht auf dem Spiel. Hallo, ich habe ein Verbrechen zu melden. Hallo. Na toll. Aber kaum versenkt man die, ich probier's später. Ja, der ist ja noch immer bei Goal. Tonis Hütte, Schornstein. Haken, wir haben einen Haken. Dem können wir
Er wüsste damit nicht, er weiß. Ich will ihm den nicht schenken, sondern Lachgas. Das Lachgas drinnen. Oh nein, ich hab keine Ahnung. Schade. Ich hätte echt gerne Ahnung von irgendwas. Wir kommen in langsamen Schritten voran, aber in sehr langsamen. Also, jeder Schritt ist ein Schritt in die richtige Richtung. Vorausgesetzt, er führt in die richtige Richtung. Wir haben einen Luftballon mit Haken. Damit können wir irgendwas nach oben ziehen. Nach oben. Nach oben. Serratos, Tonis Laden, bringt mir jetzt nicht wirklich, nur das Zölle. Okay, was können wir denn nach oben ziehen? Können wir irgendwas anhängen an? Das Problem ist, ich weiß nicht, wozu wir das brauchen können. Zahnbohrer. Noch immer nichts. Wir haben noch immer nichts. Oh oh. Oh oh. Oh 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 oh. Was mache ich denn hier eigentlich? Warum spiele ich Spiele, von denen ich keine Ahnung habe? Spüle. Kann man die überhaupt benutzen irgendwie? Ja. Boah, was für eine Plörre. Das ist doch egal, aber den Schwamm können wir da nicht reinlegen. Das haben wir schon versucht. Ich sehe gar nicht, Toni. Ich will den Abwasch nicht machen. Hier. Da stecke ich meine Hand gar. Stimmt, die stimmt, Maus stimmt. Ist schon voll. Was nicht heißt. Aber die Mausefalle drin. Die dürfen wir nicht rein. Nur ganz offensichtlich ist es nämlich. Toilettentür kann man nur zumachen. Hier steht irgendwas. Die können wir eigentlich auch nur aufdrehen. Da sagt aber nichts mit Abwasch. Also vielleicht. Toni sagt, ich bin dran, das Bad. Das ist einfach dabei, warte. Nicht. Kann man auch nur zumachen. Die Mauer zu machen. Oh. Ich ganz vergessen. Hier können wir schätzungsweise nichts machen. Alte Fluchtpläne. Die haben wir schon gehört. Meine alten Fluchtpläne. Einige da. Stimmt. Einige davon waren nicht übel. Mit Fernrohr können wir jetzt benutzen, um. Sehen wir hier noch irgendwas Neues? Ich glaube. Es läuft doch immer nur Müll im Fernsehen. Das hilft uns aber jetzt nicht weiter, deine lustigen Sprüche. Obwohl. Da waren wir auch schon. Da sind wir da. Da waren wir schon lange nicht mehr. Da waren wir schon lange nicht mehr. Da waren wir schon lange nicht mehr. Das Gerät. Da waren wir doch auch noch nicht. In letzter Zeit. Warum gehen wir da noch nicht? Finde ich mal wieder hin. Da haben wir noch zum Beispiel noch einen Blindgänger liegen. Allerlei Zeugs, was wir noch brauchen können. Einen Trichter. Eigentlich sind Trichter was für Feiglinge, aber nach dem dritten explodierten Öltank. Da haben wir doch noch so viel, was uns helfen könnte. Warum bin ich da nicht früher hergegangen? Also das bringt mein Gehirn wieder zum Kurbeln. Oder bringt, ja, nehmen wir den Blindgänger. Ach komm, es kann doch nicht so schwer sein zu explodieren. Ich schaff's doch auch immer wieder. Ja, dann los, nehmen wir den. Bekommen wir vielleicht auch Schwarzpulver irgendwie raus. Könnte gut sein, das Schweißgerät. Es liegt genau da, wo ich es fallen gelassen habe. Toni hätte ruhig aufräumen können. Boah, wir können ja alles mitnehmen. Nur, was mache ich jetzt damit? Ein Schweißgerät? Was soll man denn schon wieder schweißen eigentlich? Niemals. Mein Inventar könnte abbrennen. Und Toni wird es nicht noch einmal flicken. Okay. Ich muss den Trichter erst irgendwo reinstecken. Gute Idee.
Das erinnert mich an letztes Silvester. Der Plan mit den Ballons war gut. Es war nur der falsche Tag. So viel dazu. Na so, jetzt haben wir hier auch mal aufgeräumt, wenn es der Toni schon nicht macht. So. Was sagt man dazu? Sofa, Ofen, Ofen, Ofen. Das Gerät, müssen wir nicht irgendwas... Soweit ich mich erinnern kann, müssen wir doch... Wenzelshaus. Wenzelshaus, wir könnten im Badezimmer mit dem Schweißgerät ja vielleicht doch Dinges, oder? Das sitzt auch so schon fest genug. Kaminofen, irgendwas anderes? Den Blinken. Nee, aber der ich will nicht schon mein ganzes Pulver verschießen. Nee, wird aber Rezept. Wir haben noch immer erst das feurige Zeugs. Schwarzes Pulver. Das müssen wir irgendwie da rausbekommen. Klares Wasser. Bis dahin wird es noch etwas dauern, glaube ich. Müssen den Trichter erst irgendwo reingeben. Und zwar... Wenzel hat eine Schutz, dieser ja, übe ich... Ja, da komme ich aber nicht heran. Mit Haken, Trichter... Wenzel hat eine Schutz... Wenzel hat... Ja, Entschuldigung. Ich versuche eh nicht nochmal. Müssen wir jetzt bis ganz rauf gehen. Ich wollte eigentlich direkt hier. Versuche jetzt doch ein paar Sachen, obwohl das... Nein, hier ist Handarbeit gefragt. ...hundertprozentig nicht funktionieren wird. Was auch immer ich hier versuche. Wir könnten... Da kommen wir überhaupt nicht heran. Nein, hier... Blindgänger. Das sitzt so schon fest genug. Was sollten noch eigentlich noch festsitzen? Natürlich sollte doch... Notfallstation. Da ist nichts mehr zu holen. Da ist nichts mehr zu... ich habe zwei verschiedene Sachen gedrückt, aber gut. Aha, ein bisschen, na, nochmal. Hebel müssen wir nach unten. Ja, dann kommt nämlich hier die Klappe. Da geben wir was rein, nämlich... Das müsste doch hier eigentlich direkt reinpassen. Ich will nicht schon mein ganzes Pulver verschießen. Warum nicht? Pulver, wie könnte ich... Ja, aber das geht ja nirgends nicht hin. Nicht kleckern, sondern klotzen, war schon das Motto meines Vaters. Ich persönlich finde Kleckern gar nicht so verwerflich. Ich auch nicht. Mann, ich bin ganz schön, ne, also... mit dem Baum kann man nicht viel anfangen. Die Feuerwehrleiter können wir runter. Um da hinzukommen, da kommen wir doch, ja genau, hier hin. Sitzt so schon fest genug. Das Anschweißen. Hier vielleicht? Das dreht sich ja so irgendwie komisch. Das sitzt auch so schon fest genug. Echt? Das sitzt nicht fest genug. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern. Marata sitzt eigentlich auch alles fest genug. Tonesuite. Ja, sorry Leute, aber... Na, ich sehe gleich die Profis beim ersten Click-Adventure. Ich meine, hallo? Ja, aber die schaut doch alles...
sie überwacht uns doch hier. Das ist ja echt unerhört. Stange. Hier hing mal der Käfig von Tonis Wellensittich. Aber auch er hat es nicht lange mit ihr ausgehalten und ist ausgebüxt. Er ist an Altersschwäche gestorben. Ist doch egal. Nachdem du ihn versehentlich mit Progerie infiziert hast. Also meine Version war lustiger. Also ich hab es trotzdem lustig gefunden. Willst du vielleicht... Darf ich dir einen Schluck anbieten? Nein, danke. Darauf falle ich garantiert nicht rein. Nicht nochmal. Da können wir eh nicht mehr reingreifen. Coupons bekommen wir derweil auch nicht. Ja, wir haben aber nichts, was wir in der Mühle... Die Chilischote brauchen wir eigentlich nicht vermühlen. Ein Ballon mit Haken. Oh Mann, ich glaube, es war noch nie jemand so überfragt wie ich jetzt gerade, obwohl es sicher... Ach, herrlich. Der Verwesungsgeruch aus Sektor 9 hält sich heute angenehm zurück. Okay. Ist das super? Achso, ja genau. Na toll. Na toll, den Schornstein können wir nur anschauen, den müssen wir auf jeden Fall mal anzünden. Schätze ich mal aber wie. Nee, hier wollte ich mal ganz kurz nachschauen. Hier drin haben wir ganz bestimmt nichts übersehen, oder? Kaffeemaschine, Tank, hier müssen wir überall irgendwas einfüllen. Lonzo muss sehr lange auf diesen Hiss. Hätte er mich mal... Ja. Und da kommt wohl das Pulver. Pulver. Er ist dann wohl für das Wasser. Wasser. Lonzo versucht sich wohl als Tüftler. Süß. Sonst nichts zu tun hier. Nein, echt nicht. Ich streng mich echt an. Achso, darf gern. Ja, ja. Sprengen bringt sich auch absolut gar nichts. In der Notfallstation habe ich irgendwie auch jetzt erstmal keine Idee. Wenn wir irgendwem anderen was anbieten. Vielleicht. Ach, witzig. Ich habe genau so ein Ding vorhin im Schrott gefunden. Haha, witzig, genau. Es ist ja nicht so, als hätte ich Ewigkeiten danach gesucht oder so. Das wäre ja auch schön dämlich. Die Teile findet man doch überall. Aber Narkotikum? Schade. Er hält den Schnabel fest verschlossen. Ein Wunder, dass er so atmen kann. Haben Papa gerne eine Nase? Wer könnte denn noch...